zu vernichten. Viel Glück. Und damit erstmal willkommen zu einer neuen Folge von Dreadnought. Ich bin wieder mit der Wohnzee unterwegs und versuche mal wieder meine Abwehrjäger richtig einzusetzen. Das machen wir mal ein Team Deathmatch. Also dann muss ich mal sehen, ob ich das vielleicht irgendwie günstig nutzen kann. Um irgendwie einen Kill abzusnacken oder so. Das Komische ist aber in meinem Team, wir haben halt 4 Zerstörer, 2 Dreadnoughts. Ja, war doch richtig. Genau. Und 2 Korvetten, kein Heiler. Klingt nach einem super ausgewogenen Team. Klar, man kann viel Schaden machen. Aber ob das so clever ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich hatte das dumme Gefühl, der wartet, um die dann wegrammen zu können. Ich schick mal meinen Abfangjäger los. Aber bald wird er halt wie immer im falschen Moment. Bin ich gerade ein bisschen aus dem Visier genommen. Sie kamen gerade noch rechtzeitig. Schild aktiviert. Ah, verflixt. Zu spät, Schild hochgenommen, aber es hat mir eh nicht mehr geholfen. Da ist übrigens der Heiler. Da hätte ich ihn nutzen können. Reicht uns gerade an, also irgendwann haben wir verloren. Ich kann mir auch denken, wer es war. Würde mich erfreuen, wenn der als Heiler zurückkäme, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Es kann sein, dass ich da gleich wieder wechseln muss. Also ganz ohne Heiler halte ich ihn nicht für clever. Leitsystem online, unterwegs zum Ziel. Ah, müssen bewegen. Er hat den Belagerungsmodus angehabt. Ah, Mist. Zu spät reagiert. Ich wollte gerade Rakete abschicken, aber es war ein Ticken zu spät. So. Toll. Falsche Waffe. So. Genau, deshalb sind Sie der Captain. Das kenne ich schon. Meistens sterbe ich kurz danach, wenn ich den Spruch höre. Ah, der ist schon tot. Na gut. Sollten wir uns trotzdem mal ein bisschen verstecken. Hier laden wir auch noch kurz nach, die Waffe. So, ich brauche ein bisschen mehr Panzerung zurück, wenn es geht. Dann können wir uns das mal nach vorne bewegen. Sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich meine, wir haben natürlich einen hohen Damage-Output. Alle Waffen übertaktet. Ich weiß nicht, ob der mich gerade wirklich beachtet. Ich habe so ein bisschen Eindruck, nö. Gucken wir das doch mal. Ja, voll daneben geschossen natürlich. Ah ja, alter Mann, das kann die zu. Komm schon, beweg dich mal. Kommt auch noch einer. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Ich habe doch einen gesehen. Wo ist er denn hin? Da hin? Oh. Ich habe das Ziel aus dem Korn genommen. Aufs Ziel genommen. So, die Artillerie nehmen wir mal aufs Korn mit den Abfangjäger. Mal gucken, ob die ankommen. Wäre ganz schön. Oh, Panzerung. Ich gebe mal ein bisschen Stoff, um hier wegzukommen. Und vor allem, um wieder meinem Team ein bisschen näher zu sein. Naja, da sieht es wie immer nicht so gut aus für mich. Aber ich bin normalerweise auch darauf bedacht, nicht sinnlos zu sterben.
ist doch... Ist da die Dreadnought? Abfangjäger aufgeschaltet und startbereit. Ja, die ist aber schon kaputt. Na gut. Schießt gerade auf irgendjemanden. Das ist jetzt gerade wirklich kein gezieltes Feuer, ob wir Schaden machen. Unsere Abschilde aktiviert. Da kommen schon Raketen. Wenn ich mein Schild wieder ausmachen kann. Einheit gestartet, unterwegs zum Ziel. So, Abfangjäger sind wieder gestartet. Ah, da unten ist er. So. Meine Panzerung aktiv verstärkt, sehr schön. Sollten wir den dann mal killen, wenn es geht. Er macht mir zu viel Schaden, wenn er trifft. Wenn meine Zusatzhülle ist gerade offline, das ist nicht so gut. Raketen kommen, Schild ist oben, das passt. Den da sollte ich. Das überlebe ich nicht. Wenn jetzt die Atomrakete da ist, bin ich wahrscheinlich tot. Es ist leider keine Reparatur hier. Deswegen hilft mir das alles nicht so richtig. Ah, wobei. Wenn ich jetzt endlich mal wieder Reparatur hätte, wäre gut. So langsam kommt. Also man sieht von den Punkten, es läuft besser als ich erwartet habe, muss ich zugeben. Fühlt sich an, als würden sie nicht mal gegen mir. Spricht jetzt nicht unbedingt für unsere Gegner. So, alles weggeschickt, aber ich glaube bis dahin haben wir den schon zerstört, bis das zurück ankommt. Wir vernichten sie Schiff für Schiff. So, und da war wieder eine Artillerie da hinten. Da ist sie. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Zumindest da irgendwo hinten. Wenn ich sie sehe. Abfangjäger hat Gegner im Visier. Oh, ah, wieder noch reingeflogen, aber das ist gerade mal gut gegangen. Ja, ist gut, ist okay, Leute. Ich habe sie gefunden. So, ist echt schön. Kann ich noch treffen. Ich würde mich freuen, wenn wir Abfangjäger mal was tun würden in der Hinsicht. Exohülle deaktiviert. Okay, wo ist der? Über mir? Ich habe gesehen, dass die Dreadnought hinter mir ist. Ja, ich sehe, sie kämpfen alle gegen den. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Komm schon. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Startbereit. So. Autokanonen sind auch aktiv. Aber das überlebe ich diesmal wirklich nicht mehr. Ja, aber immerhin haben wir noch einen mitgenommen. Und das war auch der entscheidende Schuss anscheinend, denn wir haben gewonnen. Ist doch schön. Overruns kommen einfach so slow, das stimmt. Leider spielen wir nicht vorne mit von den Punkten. Naja, zumindest, das spricht ja eher für mich, aber wir werden schon wieder sehen. Ich kenne das schon von den Punktelisten her. Meistens bin ich ja trotzdem nicht weiter vorne. Das finde ich immer ein bisschen schade. Trotzdem, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und da das jetzt eher ein kurzes Match war, werde ich bestimmt noch gleich eins hinten dran setzen. An alle Schiffe, zerstört die gesamte gegnerische Flotte. Volle Energie auf die Manöverdüsen. So, zweites Match und wieder der Versuch, endlich mal mit den Abfangjägern Kill hinzukriegen. Kann doch nicht so schwer sein. Aber ich starte die halt irgendwie immer sehr ungünstig. Mach entweder zu wenig Schaden oder, wobei ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, ob sie überhaupt ankommen. Ach, das war gar nicht für mich. Oder
Mein Gegner stirbt schon zu früh. Hat er noch nicht so wirklich ein gutes Timing raus. Und auch bei den Artilleriegeschützen, wo ich immer hoffe, dass das eigentlich ganz gut funktionieren müsste, klappt das nicht so richtig gut. So. Heiler da hinten mal ein bisschen angreifen. Nicht trotzdem irgendwie gar nicht. Auch nicht schlecht. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Raketen. Ja, ja, wie immer. Das kennen wir schon. Startbereit. So, die sind durch. Wir wurden schwer getroffen. Reparaturteams sind unterwegs. Und eigentlich wollte ich jetzt nach vorne. Oh. Moment. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Einheit gestartet. So, ich habe sie mal wieder weggeschickt. Das hilft mir jetzt nur gerade nicht, denn ich werde jetzt gleich sterben. Danach sieht es zumindest gerade sehr schwer aus. Wir haben keine Heilung, oder? Eine Exohülle ist leider tot. Doch, wir haben Heilung. Hätte ich wohl ein bisschen drauf achten müssen. Schade. Naja, wir haben zumindest einen Heiler. Das ist okay. Habe ich gerade irgendwie Punkte für einen Kill gekriegt oder was? Schade, habe ich gerade umgeschaltet gehabt. Naja. Volle Energie auf die Manöver. Dann wäre es ja endlich mal der Abfang hier. Was habe ich denn jetzt abgekriegt? Achso, der da von unten, ne? Der Kleine hat mich da gerade hochgeschoben. Gut. Läuft gerade nicht so richtig gut. Schlechter Start. Moment mal, hier unten ist einer. Ja, ich sehe schon wieder, jeder sucht sich sein eigenes Ziel gerade. Also suboptimal. Werden wir auf jeden Fall mit angreifen. Ah, den haben wir auch. Sehr schön. Abfangjäger aufgeschaltet und startbereit. Ah, der ist beschädigt. Das ist doch mal ein ideales Ziel für meine Abfangjäger. Wenn ich den Gegner nicht mehr sehe, muss man ein bisschen drauf achten, wenn die da starten. Auf der Karte. Ob man das irgendwie mal mitkriegt. Also die fliegen gerade rüber. Gucken, ob sich da was tut. So, raus mit dir. Er dürfte nicht mehr lange leben, hoffe ich. Okay, den haben wir. Aber es sieht gerade nicht so richtig gut für uns aus. Ich werde mal ein bisschen zurückgehen. Wir bekommen hinten Besuch von Dreadnoughts. Und wir haben den Heiler hier, der beim flotten Kommandoschiff bleibt, was ja okay ist. Das ist auf jeden Fall eine Taktik. Man sollte halt wissen, ob es macht oder nicht. So, da hinten ist auf jeden Fall einer. Ach, das ist dahinter. So, da ist er auf jeden Fall. Wie geht's dem? Dem geht's nicht so gut. Ach schade, den kill ich auch so. Na, mal wieder. Das ist wieder das Typische gewesen. Abfangjäger, falschen Moment gestartet. Und da haben wir wieder einen von unseren verloren. Schade. Sniper. Okay, ich gehe wieder zu meinem Kommandoschiff. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr ausrichten. Weil ich möchte von diesem blöden Sniper runter. Hier ist noch ein Zeiger. Abfangjäger aufgeschaltet und startbereit. So, erstmal den da. Einheit gestartet, unterwegs zum Ziel. Ich weiß, dass links noch ein Zerstörer ist. Ich weiß nicht, ob sie ihn mittlerweile zerstört haben. Hatte nicht den Eindruck. Jagen wir diesen Schrotthaufen in die Luft. So, gerade noch rechtzeitig. Das sieht so aus, als würden sie ihn haben mittlerweile. Voraus. Ja, hab mal Ziel ausgegeben. Wir wurden getroffen. Sofort Schadenskontrolle einleiten. Treffe ich hier noch einen? Nee, mit der Kanone treffe ich dummerweise jetzt nicht. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Das ist wieder so einer. Versuchen wir es nochmal.
Weg mit den Abfangjägern. Muss doch mal funktionieren. So hoch. Ja, ich versuche ein bisschen zurückzukommen, um mich dauerhaft heilen zu lassen, aber die umfliegen uns gerade. Ist ja ein bisschen doof. Ah, da oben ist einer. Den kann ich jetzt. Naja, mehr oder weniger treffen. So. Waffen übertaktet. Schaden raushauen. Das hat mir leider nicht so wirklich viel gebracht. Eine falsche Waffe. Flixt. Oh nein, jetzt fliege ich dir natürlich genau entgegen. Das war jetzt doof. Aber zumindest kill ich ihn noch. Das war es jetzt nicht wirklich wert, aber den muss ich irgendwie noch mitnehmen. Das war ganz schön dämlich. Ja, aber der Kampf ist eindeutig verloren und wir haben überhaupt keine Chance gegen die. Das heißt, die Jagd nach dem Kill mit Abfangjägern geht weiter. Irgendwann wird es mir gelingen, ich weiß es genau. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Wieder gestartet und sie kommen wieder nicht rechtzeitig an. Das kann doch echt nicht wahr sein. Schild aktiviert. Es gibt ja auch noch Bombe, also als und Jägerstaffeln. Die Bomber legen aber Minen aus und Störsignale. Deswegen ist es tatsächlich so, dass der Abfangjäger der Störer dafür eigentlich ist. Zumindest laut Beschreibung. Deswegen versuche ich das damit die ganze Zeit, aber es will mir nicht gelingen. Ach Gott, ich schieße auch ganz kräftig daneben gerade. Ja, geben wir ihm nochmal eine Chance, zerstört zu werden. Aber wir haben jetzt sowieso verloren. Ja gut, ich kann mal nichts machen. War leider kein gutes Spiel für uns. Unsere Gegner waren eindeutig überlegen. Die haben auch deutlich mehr Punkte als wir jetzt, wenn ich es richtig gesehen hatte am Ende. Naja, 6 Abschüsse und Bester des Teams spricht eigentlich echt Bände. Ja. Also wenn unser Bester gerade mal hier irgendwo im Mittelfeld hängt, dann sagt das sehr viel aus. Kann man nichts machen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Dreadnought. Irgendwann, bin ich mir sicher, klappt das mit den Abfangjäger-Kill. Bis dahin erstmal ciao.